Moin, moin, liebe Leute. So, ein Haus in Cheluga. Cheluga, wie auch immer. Ist auch ein Stadtteil von Bar, auch stadtauswärts gelegen. Von hier geht man 10 Minuten, Viertelstunde maximal zum Strand, in die Stadt einkaufen, wie auch immer. Zu Fuß. Kann natürlich auch fahren. Ist in Nachbarschaft eingebunden. Das ist ähnlich wie in Shushan und auch ein bisschen in Salier, wo hier stehen die Häuser halt relativ dicht beieinander. Aber wem es gefällt, der ist herzlich willkommen. Wir haben 600 Quadratmeter Grundstück. Ich muss das ablesen, damit ich es richtig mache. 200, ungefähr 50 Quadratmeter insgesamt. Es sind zwei Stockwerke, also Erdgeschoss und erster Stock. Im Erdgeschoss haben wir ungefähr 100, 110 Quadratmeter und oben durch die Terrasse und Balkon, die dazukommen, die Quadratmeter, haben wir da 135 ungefähr. Na? Oben ist ein 3-Schlafzimmer-Apartment. Unten ist noch Rohbau, muss noch fertiggestellt werden. Von außen ist das Haus fertig, von innen ist unten noch ein bisschen Rohbau. Das heißt, man kann das unten auch noch ein bisschen frei gestalten. Ob man da auch ein 3-Schlafzimmer-Apartment macht oder ein Einzimmer-Extra-Apartment und dann ein Zweizimmer-Apartment, also 2 Apartments. Möchte, kann man noch freigestalten. Unten kann ich heute leider für euch nicht filmen, weil da noch Sachen gelagert sind, also Türen und da ein bisschen Styropor und so. Das wird aber weggeschafft und dann kann ich demnächst euch auch das Erdgeschoss zeigen. Ich zeige es euch schon mal von außen und das obere Geschoss, also erster Stock. Man hat einen Blick auf die Stadt Bar, nicht aufs Meer, aber wie gesagt, ihr seid dafür 10 Minuten zu Fuß entfernt vom Meer. Und von hier aus im Übrigen auch recht nah zu Schulen, wenn ich das mal sagen darf. Also ihr könntet das Haus rein theoretisch auch umbauen zu einem Einfamilienhaus, ne, wenn ihr einen Durchbruch macht und eine Treppe. Also, los geht's. Also, das ist das Haus. Ne? Wie gesagt, oben 3 Zimmer, unten noch offen. Da geht eine kleine Treppe hoch und oben ist der Parkplatz und da geht auch die Straße lang. So, dieses Grundstück hier, bis da zur Kante. Und hier unten die 2 Maslina gehören noch mit dazu. Und das Grundstück. Könnt ihr also auch einen kleinen Gemüsegarten machen hier. Ne? Der Bäcker, die nächste Bäckerei ist 2 Minuten entfernt zu Fuß. Das ist so der Ausblick vom Erdgeschoss. Hier sind halt, wie gesagt, Nachbarn. Wir gehen nicht die große Treppe, wir gehen die kleine Treppe. Treppe hoch. Hier habt ihr kleinen Durchgang / Abstellraum. Chip, chip, chip. Na, das ist der Außenbereich. Hier habt ihr halt Parkplätze. Und Melicha. Hier ist die Einfahrt vom Nachbarn und hier ist die Straße, die dann runtergeht. Das ist der Wohnbereich mit Kamin. Schlafzimmer 1, chip, 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 Flur, wir müssen ja heute besichtigen, während die noch, ups, hier haben wir Garderobe, geradeaus ist das Badezimmer, groß, Dusche, Boiler, Waschmaschine, dann haben wir hier Schlafzimmer 2.
Ups, und wenn wir Licht haben, genau, Schlafzimmer 3. Recht groß, drüben ist halt mehr Kinderzimmer und klein. Und hier ist halt wieder ein großes Schlafzimmer. Na? Tschüpp. Genau, und hier geht's raus. Und im Prinzip habt ihr unten halt die gleiche Fläche, ne? Wie ihr es auch immer aufteilen wollt.